Hallo und herzlich willkommen bei Indras Basteloase. Ich möchte euch heute dieses schlaue Frühlingskörbchen vorstellen. Da ist so ein kleines Langnese-Honigglas drin, so ein 33,3 Gramm Gläschen. Und da das so sechseckig ist, das Gläschen, habe ich das Körbchen genau an diese sechseckige Form von dem Honiggläschen angepasst. Und habe das Ganze dann schön frühlingsmäßig dekoriert. Und wie genau ich das gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. Und zwar brauchen wir dazu ein Stückchen Farbkarton. Ich habe jetzt die Farbe Taupe genommen, in den Maßen 7 x 19 cm. Und es wird gefalzt. Wir legen die kurze Seite oben an und falzen das auf beiden Seiten bei 2,2 cm. Also ich lege mir auf der rechten Seite die 2,2 cm an und dann auf der linken Seite und falze das da auch. Dann lege ich es mit der langen Seite an und falze es bei 3 cm. Die lege ich mir auf der rechten Seite an, drehe es dann rum bei 5,5, bei 8, bei 11, bei 13,5 und bei 16. Die 16 cm Marke, die sitzt genau hier in dem Stück, wo man es nicht sieht. Aber wir können unsere erste Falz, die wir gezogen haben, die war ja bei 3 cm. Wenn wir die jetzt hier bei der 13 cm Marke anlegen, dann sind wir da vorne ja bei 16 cm. Nochmal. So. Dann tun wir einmal alle Falze mit dem Falzbein nachfalzen. Nehmen uns die Papierschere und schneiden erstmal von unten jede Linie bis zur ersten Falz ein. Und von oben machen wir das gleiche, bloß tun wir von oben die Falz so ein bisschen schräg rausschneiden. Also auf beiden Seiten quasi die Klebelaschen leicht abschrägen. So, die auf der rechten Seite können jeweils die obere und die untere Lasche ganz weg. So, dann sieht das Ganze so aus. Jetzt tun wir den oberen Teil, den wir so abgeschrägt haben, der wird jetzt jeweils nach innen reingeklebt. Und zwar mache ich das mit dem Abreißklebeband. Nehme ich jetzt jede Lasche oben und unten so ein Stückchen Band hinmache. So, dann mache ich die ganze Folie ab
Das dauert leider immer ein bisschen. Das ist immer ein bisschen friemelig. So, und dann wird jede Lasche nach unten geklebt. Gehen wir mit dem Falzbein nochmal drüber, dass das ordentlich hält. Und dann können wir unsere Box schon zusammenkleben. Das machen wir mit der Lasche hier. Machen wir dann auch wieder mit dem Klebeband. Zwei Stückchen drauf. Es dann so hinlegen. Dann kann man das schön aufeinander drücken. So, damit ist unsere sechseckige Form schon fertig. Jetzt die Bodenlaschen, die können wir jetzt gerade so nacheinander in sich reinfalten. Und die letzte muss jetzt unter die erste gebracht werden. So. Und dann können wir das einmal so raus. Ach, das will nicht. Jetzt. Es ist da noch ein kleines Löchchen in der Mitte. Da habe ich mir mit der 1,5 Inch Kreisstanze, zwei Kreise ausgestanzt. Da klebe ich jetzt einen hier unten drauf und einen mache ich nachher noch von innen rein. Dann wird das Ganze auch schön stabil. Das mache ich mir jetzt gerade mit ein bisschen Tombow. Jetzt muss man schauen, dass das so die Form hat, die es haben soll, dass das alles schön symmetrisch ist. Kann man jetzt vielleicht auch das Honigglas zu Hilfe nehmen. Das hat ja zwei längere Seiten hier vom Sechseck, genauso wie meine Schachtel. Und dann können wir das jetzt schön anpassen, dann ist die Form genau richtig. Einmal den Kreis unten drauf. Ein bisschen andrücken. Und dann passt es perfekt hier rein. So, dann habe ich ja hier seitlich dieses Korbmuster hingestempelt. Und zwar ist es mit dem Stempelset Osterkörbchen, dieser Körbchenstempel hier. Den mache ich mir auf meinen Acrylblock, wenn ich ihn denn finde. Und nehme das Espresso-farbene Stempelkissen. Und stempel es jetzt auf die breiten Seiten, brauche ich es nicht stempeln, da kommt ja nachher mein ausgestanzter Korb drauf. Ich brauche es jetzt nur auf die schmalen Seiten. Und zwar schaue ich, dass ich jetzt unten bündig bin, also eigentlich bin ich oben und unten bündig, weil ich habe die Höhe genau auf dieses Körbchen abgestimmt und stempel es dann jeweils da drauf. Das mache ich so. Per Augenmaß, da hat es jetzt leider nicht ganz angenommen. Ist gut, wenn man mit den Fingern so ein bisschen gegendrückt. So. Dann kann das erstmal kurz weg. Für den Henkel vom Korb brauche ich ein A4 großes Stückchen Papier und mache mir dann mit meinem Schneidebrett als erstes, also ich brauche die komplette Länge von einem A4 Bogen.
Dann tue ich es erstmal bei 0, also hier legen wir es auf der rechten Seite bei 0,8 cm an und falze es. Also nicht schneiden, sondern falzen bei 0,8 und dann bei 1,6 schneide ich mir es dann ab. Wenn ich mir erst den Streifen abschneiden würde, dann ist es mit dem Falzen arg schwierig. Deswegen tun wir es erst falzen und dann abschneiden. Und dann gibt es hier unser Henkel vom Korb. Die Falz schon mal leicht nachziehen. Dann nehme ich wieder mein Abreißklebeband. Mache einmal einen kompletten Streifen drauf. Band. So. Und jetzt drücke ich mir das einmal zusammen. Ziehen wir das Ganze dann übers Falzbein, dass es diese Rundung schon bekommt. Und tun wir am unteren Ende, gerade so fast zur Falzbeinbreite, einmal abknicken, weil ich es daran dann festklebe. Knicke ich auch nochmal nach. Dann nehme ich mir jetzt so ein bisschen stärkeres Klebeband. Und mache das unten und jeweils ein Stückchen am Rand, so circa 2 cm. Auch mal seitlich hin. Das könnte ich mich auch am Stück machen. Also so circa 2 cm hoch zu es und unten. Ziehen wir das dann jeweils ab. Und klebe mir das in mein Körbchen rein. Und zwar, ich habe die Vorderseite, das ist die breitere. Und jetzt kann ich es ja nicht mittig kleben, weil da dieser Knick ist, sondern ich muss jetzt halt, ich klebe es quasi von rechts hinten nach links vorne. Knick mir das so rein und gehe jetzt mit dem Eck hier in die Mitte dieser einen kürzeren Seite. Und drücke mir das dann fest und gehe dann nach schräg links vorne, gehe wieder hier ins Eck rein, gucke, dass ich einigermaßen mittig bin von der Seite und drücke mir das Ganze fest. Damit hat mein Korb schon seinen Henkel. Darauf achten, dass wir hier vorne die zuene Seite haben vom Henkel. Und dass die offene Seite hinten ist, dass das dann schöner aussieht. Jetzt mache ich mir hier innen rein meinen zweiten ausgestanzten Kreis. Klebe ich mir auch wieder mit Flüssigkleber fest. Dann sieht es einfach ein bisschen schöner aus und kriegt auch nochmal mehr Stabilität, weil ja das Honiggläschen doch schon einigermaßen schwer ist. Damit passt es schon mal perfekt da rein. Jetzt brauchen wir für die Verzierung, ich
habe ich mir hier diese Körbchen ausgestanzt. Dazu brauche ich auch wieder mein Stempelset Osterkörbchen. Den Korb haben wir ja hier schon gestempelt gehabt. Und den Henkel dazu. Ups. Und brauche dann dazu die passenden Framelits-Formen, auch Osterkörbchen. Da habe ich dann hier den Korb ausgestanzt und mit der hier den Henkel. Und das habe ich mir aber schon mal vorbereitet. Da habe ich mit espressofarbenem Stempelfarbe auf den taupefarbenen Karton gestempelt, also wie beim Körbchen an sich auch. Und habe dann, wie gesagt, das durch die Big Shot gekurbelt und habe dann hier meine Körbchen. Ich habe das jetzt, Henkel brauchen wir nur zwei Henkel und habe aber drei Körbchen, weil ich hinten von beiden Seiten das einfach schön haben wollte. Beim vorderen habe ich jetzt gedacht, da sieht man das nicht viel. Da langt es, wenn ich ihn einseitig mache. So, jetzt klebe ich mir die Henkel an die Körbchen ran. Das mache ich mit Flüssigkleber, kommt gerade rechts und links. Kleiner Punkt hin. So. Das kann dann schon mal trocknen. Für die Blumen stempel ich mir auf smaragdgrün farbenen Karton mit der Stempelfarbe smaragdgrün. Brauche ich den Stiel und dieses Blatt. Und da die so filigran sind, die Stempel, ist es natürlich schwierig, dass dann später die Framelits-Formen genau auf die Stempelform passen. Deswegen nehme ich mir jetzt die Framelits-Formen dazu, die ich brauche. Das ist auch das Blatt hier und der Stiel. Lege mir die so rum hin, wie ich es nachher auch stanzen würde. Und nehme dann die Stempel und lege die jetzt schon mal, auch so wie ich sie stempel, in die Form rein, dass die sich nicht verbiegen auf meinem Stempelblock und ich nachher genau die Form, die ich ausstanze, jetzt auch auf dem Stempel habe. So, die hier so in die Framelits-Formen reinlegen, dass die genau passen. Jetzt muss ich kurz meinen Stempelblock sauber machen. Dann nehme ich meinen Acrylblock und gehe gerade drüber und dann habe ich sie jetzt genau in der Form, wie ich sie dann eben auch für die Stanzen brauche. So, dann stempel ich Ton in Ton, Smaragdgrün auf Smaragdgrün und lasse mir das dann auch durch die Big Shot. Ich brauche insgesamt dreimal den Stiel und sechsmal das Blatt. So, das habe ich mir aber schon vorbereitet, damit es nicht so lange dauert. Und habe dann also hier meine Blätter und meinen Stiel. Und jetzt brauche ich noch die Blüten. Wo habe ich da meinen Stempel? Habe ich hier. Da nehme ich mir ein Stückchen Aquarellpapier, nehme mir meine Archivschwarze Tinte und stempel die hier drauf. Die Osterglocke brauche ich dreimal und diese kleine Butterblume oder was das ist, brauche ich dann auch dreimal. So. Und dann koloriere ich mir das Ganze mit unseren Aquarellstiften. Und zwar nehme ich da das Gelb
Ist auch Osterglocke, nennt sich das. Passt ja dann perfekt zu den osterglockenen Stempeln. Und mal mir da bei den Blättern immer gerade so den äußeren Rand an. Dann noch ein bisschen das Kürbisgelb. Mach da in die Mitte ein bisschen Kürbisgelb rein. Bei diesen Butterblumen, die mache ich einmal so, dass ich auch den Rand bloß gelb mache bei den Blättern. Und bei der zweiten Variante mache ich nur von innen ein bisschen gelb. Die sind dann, haben dann eigentlich eher weiße Blätter. Das in der Mitte mache ich ganz sachte mit dem Rot. Dann brauche ich meinen Wasserpinsel und tue das Ganze jetzt richtig kolorieren. Dazu verwische ich das gerade so nach innen. Und dann kriegt es so einen schönen kolorierten Effekt. Innen das Rot schön mit dem Gelb verblenden. Hier fange ich auch außen an, ziehe mir dann das Gelb so ein bisschen nach innen. Und hier ziehe ich es jetzt gerade so ein ganz kleines bisschen nach außen, dass die Blätter aber fast weiß bleiben. So. Das Ganze mache ich mir jetzt ja, alle dreimal. Lass mir das dann durch die Big Shot durch mit den passenden Framelits-Formen wieder. Das ist hier die Osterglocke. Und hier die kleine Blüte und habt die dann hier. Und klebt mir die jetzt zu Blumen zusammen. Da brauche ich jetzt eine Blüte, ein Stängel und zwei Blätter. Je nachdem, wie rum sich die Blume neigen soll, klebe ich die jetzt eben hier auf den Stiel drauf. Ich habe die jetzt hier vorne einmal rechts neigend. Die vordere Blume, die mache ich auch kleiner, dass die nicht so weit rausschaut. Seht ihr ja, die ist nicht so weit oben. Die hinteren schauen höher raus, einfach dass das dann besser zur Geltung kommt. Stifte können wieder weg. Und jetzt mache ich die vordere Blüte. Die soll sich ja nach rechts neigen. Und da mache ich den Stiel auch fast bis oben hin. Dass die kurz wird. Klebt da noch die beiden Blätter auf. Das eine soll so ein bisschen hinter der Blüte verschwinden. Und das zweite soll hier neben die Blüte. So. Und jetzt wird es hier in unser Körbchen gebracht. Das lasse ich so ein bisschen vorschauen vor den Henkel. Und klebt es jetzt hier fest.
So. Jetzt kann man das Blatt noch ein bisschen nach vorne biegen. Das hintere ein bisschen nach hinten. Dass das auch alles so ein bisschen Tiefe bekommt. Und das kann ich mir jetzt schon hier vorne hinkleben, dann ist unsere Vorderseite schon fertig. Das mache ich jetzt auch mit Tombow und klebe das hier vorne fest. So. Für den hinteren Korb machen wir quasi genau das gleiche. Die zwei Blüten habe ich mir jetzt schon vorbereitet. Habe ich schon fertig geklebt. Einmal habe ich die Blüte nach rechts neigend und einmal habe ich sie nach links neigend aufgeklebt und bringe die beiden jetzt hier an. Mache ich auch das so, dass die eine oder dass die Blüten halt vor den Henkel kommen. Und dass die jetzt aber über den Henkel drüber stehen. Also ich tue die hier hinten nur ganz bisschen so unten rein. Dass die schön hoch über den Korb drüber schauen. Die zweite genauso. Da schiebe ich auch wieder die Blüte und ein Blatt vor den Henkel, das zweite Blatt bleibt hinter dem Henkel vom Korb und machen wir das wieder mit Tombow fest. Jetzt kann ich mir schon die Rückseite vom Korb hinmachen. Wer möchte, kann sich den Henkel auch noch mal von hinten draufkleben. Aber ich finde eigentlich, es reicht, wenn man den Korb noch mal macht. So, das Ganze wird jetzt hinten an unseren Korb befestigt. So, jetzt fehlen noch die kleinen Blüten, die habe ich hier an den Henkel geklebt. Da habe ich jetzt eine helle und zwei dunkle. Und die klebe ich mir jetzt, dazu nehme ich jetzt aber Glue Dots. Wo habe ich sie? Und klebe die jeweils an einem Blütenblatt so außen mit dem Glue Dot hier am Henkel fest. So. Dann habe ich so kleine Holzlöffelchen, Kaffeelöffel aus Holz in 11 cm Länge und bestempel mir den mit dem Spruch aus dem Celebration Set Lecker Laster. Da ist der Spruch drin, du bist echt süß, und ich finde, es passt natürlich auch schön zum Honigglas. Nehme ich mir wieder meine schwarze Tinte. Und stempel es einmal hier auf den Löffel. So.
Und dann habe ich noch aus dem Stempelset Touches of Texture diese kleine Biene. Und die finde ich passt auch perfekt zum Honigglas. Und die stempel ich mir jetzt auch noch einmal auf den Löffelgriff. Und außerdem nochmal auf Acrylpapier. Die habe ich aber auch schon vorbereitet und habe die auch schon koloriert. Dazu habe ich auch gerade wieder das Osterglocke genommen und dann dieses helle Blau, Bermuda Blau, und habe da ganz leicht die Flügel schattiert und dann eben auch wieder mit dem Wasserpinsel drüber gewischt und dann haben die so eine schöne Farbe. Das gleiche mache ich auf dem Löffel. Da male ich mir die Biene auch wieder gelb an. Und die Flügel wieder blau. Dass das dann alles schön einheitlich aussieht. Auf dem Löffel lasse ich es jetzt aber gerade so. Da tue ich es nicht mit dem Wasserpinsel drüber gehen, weil ich glaube, das würde dann verwischen. So, den Löffel kann ich mir jetzt hier auf dem Glas befestigen oder irgendwie so seitlich reinstecken. Das kann jeder machen, so wie es ihm besser gefällt. Ich habe ihn bei meinem Beispiel jetzt aufs Glas geklebt mit zwei Glue Dots, mit zwei Dimensionals. Habe da vorne noch eine kleine Biene aufgeklebt. Das würde natürlich stören, wenn man den Löffel wirklich zum Essen benutzen will. Wenn man es rein als Deko nimmt, dann ist die Biene natürlich schlau. Ich stecke jetzt hier mal so rein. Man könnte jetzt auch hier außen mit einem Glue Dot vielleicht so seitlich befestigen. So. Was jetzt noch fehlt, ist die Biene hier vorne auf dem Korb. Da nehme ich so einen kleinen Abstandshalter. Und klebe mir die hier vorne drauf. Und damit ist unser Körbchen fertig. Ich finde, es ist eine sehr nette Frühlingsidee oder dann auch zum Osterfest. Dann könnte man es natürlich noch mit einem Osterhase dekorieren oder auch einfach so lassen. Osterglocken passen ja natürlich auch zu Ostern. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln und freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert und mir einen Daumen hoch da lasst, wenn es euch gefallen hat. Danke, tschüss!